Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen in die Trendradar Trendbox aus dem Monat September hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Trendradar Trendbox erscheint monatlich, kostet ab 29,95 pro Box. 8 bis 10 Produkte aus den Bereichen Beauty, Food, Lifestyle sind hier enthalten und die Box setzt auf Nachhaltigkeit. Wir haben mindestens einen Warenwert von 85 Euro hier drin und ich habe auch noch einen Code, Claudi15, den kann ich euch auch noch mit an die Hand geben. Damit könnt ihr nämlich 15% auf eure erste Box sparen. Yay! Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das alles soweit verlinkt und ich bin sehr gespannt, was die sich jetzt im September überlegt haben, was man jetzt so Richtung "Es kommt bald der Herbst" in eine Box packen könnte und was vor allem auch das Motto ist, ne? Ich mache die Box einmal auf. Time to discover steht hier drin. Finden wir mal heraus, was sich hier drin befindet. Zack, zack. Erstmal ein bisschen Puffer. Und into the woods, also wir dürfen in die Wälder gehen, ist hier das Motto, was ich sehr, sehr cool finde. Und hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box hinein. Und wir haben hier bei uns 2 Wälder fußläufig erreichbar. Und ansonsten, hier ist so viel, also Wald bei uns. Und ich glaube, Deutschland steht ja auch so für seine Wälder, ne? Ich liebe es total. Und hier sind wir auch gesegnet damit tatsächlich. Meine Box wurde gepackt von der lieben Isabel, da kann man die Grußkarten sammeln. Hier habe ich dann auch noch mal das Motto drin beschrieben. Into the Woods. Und da ist auch eine Lady mit ihrem Hund abgebildet. Da vorne liegt Sammy und schläft. Im September folgst du dem Ruf des Waldes und liebst die Bewegung zwischen kraftvollen Bäumen. Auf deiner Wanderung, beim Sport oder auf der Suche nach Pilzen rahmen dichte Bäume den Weg, während du mit kraftvollen Schritten einem weichen Waldweg folgst, während dich das Zwitschern der Vögel begleitet. Mit deiner Trendbox im September bist du jederzeit bereit für dein nächstes Waldabenteuer. Du entdeckst verwöhnende Beauty-Produkte, leckere Snacks und praktische Lifestyle-Essentials, die dich auf deine nächste Wanderung begleiten. Fear the magic of the woods. Definitiv. Also kennt ihr das Wort Waldbaden? Ich finde, das ist so wichtig, ne? Also ich mache es auch super gerne, dass wenn ich dann spazieren gehe mit Sammy, mit Julius, dass ich dann auch mal nach oben schaue und es einfach genieße. Diese Waldbade... Waldkrone? Nein, Baumkronen. Und so, ihr wisst, was ich meine. Okay, dann ist hier auch noch ein Spoiler für den Oktober mit dabei. Endlich ist es wieder Zeit für Entspannung. Zu Hause machst du es dir so richtig gemütlich und gönnst dir Me-Time, um vom Alltag abzuschalten. Duftende Kerzen hüllen deine Wohnung in sanftes Licht, während kuschelige Decken, ein flauschiger Bademantel und dicke Socken zu deinen liebsten Accessoires werden. Freue dich auf die Oktoberbox, die dich mit nachhaltigen Lieblingsprodukten für entspannte Momente, Achtsamkeit und Gemütlichkeit überrascht. Heiße den Herbst willkommen. Die limitierte Box ist ab dem 1.10. in unserem Online-Shop erhältlich. Ja, finde ich ziemlich cool. Hier ist auch eine sehr entspannte Lady drauf abgebildet, während wir hier ja noch etwas in Action gebracht werden. Und in dem Heftchen sind dann auch die Produkte aufgeführt. Und man hat auch, wenn man so ein 12-Monats-Abo abschließt, immer so ein Trend-Goodie mit dabei, was man halt wirklich dann explizit als 12-Monats-Abonnent bekommt. Und das ist in diesem Monat das Special-Trend-Goodie hier. Und zwar ein Stirnband. Das setze ich jetzt nicht auf. Ich habe mich gerade frisch geschminkt, weil gleich Adventskalender an den Start kommen und es einfach viel zu warm ist. Also wir haben es jetzt 25 Grad. Es ist aber wunderschön. Also das ist von Ship Shelp. Okay, schaut so aus und ich finde es sehr, sehr angenehm, dass es auch so groß ist, denn ich habe wirklich eine riesige Rübe. Mein Kopf ist nicht klein, ne? Also auch wenn ich so Mützen oder sowas hole, das muss schon ein bisschen größer sein. Es fühlt sich super weich an, super angenehm. Sophisticated Style, Long Lasting Quality and High Ethical Standards, genau. Und das ist aus 100% Cotton, aus 100% Baumwolle, Fleece. Darfst du mit der Hand waschen, wenn du möchtest. Und hier ist auch halt der Nachhaltigkeitsgedanke wieder am Start. Ne? Es ist nicht flexibel. Gut, das ist dann wahrscheinlich auch nochmal das Ding. Ne? Aber es fühlt sich sehr angenehm, sehr warm an. Wobei jetzt gerade einfach zu warm. So, dann entdecken wir jetzt mal die Box, die jeder so auch vor sich haben wird, der ein Abo abgeschlossen hat. Und da habe ich hier so eine Bauchtasche. Sowas finde ich praktisch tatsächlich. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Bauchtaschen durch Boxen halt hier, aber es ist ein praktisches Produkt.
gerade wenn ich so mit Sammy spazieren gehe oder so, habe ich hier halt irgendwie auch Gutbeutel drin oder Leckerlis oder mein Handy oder so, ne? Oder vielleicht ein Euro oder sonst irgendwas. Und das scheint auch irgendwie aus einem recycelten Material zu sein. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben hier, ups, hier vorne auf jeden Fall eine Tasche am Start. Da sind Krümel drin. Warum sind da Krümel drin? Das finde ich jetzt ein bisschen fancy. Okay, muss ich gleich mal herausfinden, was das für Krümel sein sollen. Und hier hinten ist auch noch ein Reißverschluss. Das wird dann auch noch eine separate Tasche sein. So, da haben wir auch ein Dings hier. Nuzi Black White. Multifunctional Upcycling Products made in a social project in Kenia. Ach, guck mal. Und hier ist nochmal, wie gesagt, eine separate Tasche. Also die kannst du halt dann als Bauchtasche tragen oder du kannst sie sehr wahrscheinlich dann auch Crossbody tragen, ne? Dass man sich die halt so umschnallt, ne? Das ist, glaube ich, auch ganz fancy oder halt so. Und nicht praktisch. 23 Euro kostet die. Wow, Upcycling Bauchtasche. So hast du deine Hände frei und gleichzeitig alles griffbereit. In der stylischen Hip Bag, Fanny Pack von Nuzi Black White verstaust du Handy, Schlüssel und Co. sicher bei deinem nächsten Waldspaziergang. Die strapazierfähigen Taschen bestehen aus recycelten Zementsäcken, deswegen. Somit ist jede Tasche ein individuelles Unikat und auch soziale Verantwortung ist für das Label extrem wichtig. Die Bauchtasche wird fair und nachhaltig in einem sozialen Projekt in Kenia produziert. Durch die enge Zusammenarbeit mit einer ländlichen Berufsschule vor Ort kann Nuzi Black White den jungen Absolventen faire und feste Arbeitsplätze anbieten. Das finde ich ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Deswegen kam mir das auch irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Zementsäcke, klar, ne? Also man kennt ja diese Big Bags. Ich weiß nicht, ob euch das so was sagt, aber diese riesigen Säcke. Damals, als ich halt in Unternehmen gearbeitet habe, wurden dort halt auch so Pulvermaterialien auch immer drin verpackt und verschickt und so. Und da waren immer so eine Tonne oder so drin. Und ich habe auch mal irgendwann so einen kleinen Big Bag nach Hause mitgenommen. Und der hatte halt auch so eine Öffnung vorne. Und das kannst du halt auch super nehmen, wenn du im Garten klar Schiff machst. Ne? Also wenn du da Gartenabfälle drin sammelst und die dann zum Werkstoffhof bringst. Genau, ja, richtig cool. Also auf jeden Fall passende Geschichte auch zum Motto, ne? Hier habe ich jetzt Nudeln drin. Die haben hier manchmal einfach so super geile Basic-Sachen drin, ne? Das kannst du so gut gebrauchen. Alpgold oder Alpgold Bio-Dinkel Rollini. Nudeln natürlich in Papier verpackt. 500 Gramm sind hier drin. Das finde ich auch echt cool. Bio-Dinkel-Pasta kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, ne? Kannst du rucki-zuck auch einfach mit ein bisschen Tomatensoße machen und fertig ist die Laube. Ja doch, wenn du von einem Waldspaziergang nach Hause kommst, dann hast du vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit im Wald verbringen können, damit du jetzt nicht so ein super aufwendiges Essen zubereiten musst oder wie auch immer. Und deswegen sind hier Nudeln drin. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich hier noch was mit dabei und zwar Zartbitter Schokocreme. Das ist nicht so ganz meins. Ich brauche es halt wirklich relativ süß bei solchen Schokocremes. Bio und fair, Kokoba vegan. Auch das ist sehr, sehr interessant. Zartbitter Schokocreme, 400 Gramm sind hier drin. Und ja, für die so auf Zartbitterschokolade stehen, ne, was ja auch deutlich gesünder ist, ist es wahrscheinlich eine echt coole Nummer. Auch das so für die Brotzeit, wenn man sich vielleicht so eine Art, keine Ahnung, Lunchbag oder sowas macht, wenn man wirklich einen längeren Waldspaziergang macht oder einen längeren Spaziergang generell, eine Wanderung zum Beispiel, kommt auf jeden Fall ganz gut. Ne? Also das passt dann auch zum Motto. So, ich muss mir eben das Häppchen ein bisschen freischaufeln, dass ich immer wieder gucken kann, ob es vielleicht Alternativprodukte oder so gegeben hätte. Okay, bei dem hier hätte man zwei verschiedene Möglichkeiten gehabt, entweder Cashew Natur oder Cashew Chino. Ich habe Cashew Natur von Korosho, The Cashew Company. Das ist eine ungesüßte Milchalternative, würde ich es jetzt nennen. Trink mich warm oder kalt. Für mich ein Produkt, was ich mir super gerne in meinen Kaffee geben werde oder in mein Müsli zum Beispiel, ne? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Passt für mich jetzt nicht gerade so mega zu einer Waldwanderung. Nicht ganz so, ne? Weil es halt auch ein bisschen sperrig ist, um es mitzunehmen. Vielleicht für den warmen Kakao, den man dann zu Hause genießt, wenn man von der Waldwanderung wiederkommt. Vom Waldspaziergang kann man das vielleicht so sehen. Ja, aber praktisch für mich definitiv. Ne? Auch ein Produkt, was man alternativ anders drin haben hätte können, einmal als Bodywash Bar oder als Shampoo Bar von Everdrop, habe ich hier die Shampoo Bar mit Zitrone, Zedernholz, Lavendelduft. Das passt jetzt natürlich, ne, zu dem Motto, wegen dem Zedernholz, definitiv. Und ja, duschen ist eigentlich nie verkehrt, das passt so gefühlt jedem Motto. Ja, riecht
eigentlich ganz gut, aber nicht ganz so meine Welt. Also ja, muss ich ehrlich gestehen, das wird nicht bei mir bleiben, weil ich bin halt kein Fan von Zitronenduft. Ein bisschen riecht man die Zitrone halt schon raus und ich habe halt lieber ein etwas blumigeres oder süßeres Duscherlebnis. Ich glaube, die nächsten Produkte, die ich euch jetzt zeige, werden alle drin haben, wenn ich das hier so richtig sehe. Dann kann ich hier mit dem anfangen, das ist ein Beauty-Produkt und zwar ist es ein Body Oil, werde ich safe verwenden von I Want You Naked. Body Oil for Heroes mit Minze und Limette. Das ist Energizing, okay. Wie viele Milliliter sind hier drin? Habe ich das schon vorgelesen? Ich habe keine Ahnung, ist aus Glas übrigens. 50 Milliliter, okay. Das ist ein Pumper und sowas verwende ich halt super gerne von ja, Knie bis Hüfte. Einfach so als Öl gegen Zellulitis zum Beispiel oder ich habe auch so Dehnungsfugen vom Wachsen, ne, an meinen Oberschenkelinnenseiten. Und seitdem ich halt Öl dort immer verwende, verblassen die wirklich ganz gut und da bin ich wirklich ganz, ganz glücklich drüber. Deswegen gehört zu meiner Bodycare-Routine immer, dass ich von Knie bis Hüfte schön Körperöl verwende und ja, das kommt dann auch in Anwendung. Minze und Limette ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz mein Duft, aber egal, das kriegen wir schon hin, soll ja auch pflegen und das ist relativ weit weg von der Nase, ne? Dann habe ich hier noch was zum Naschen mit dabei und zwar ist es von Power X System, ein Protein Deluxe, mag ich so gerne, da hatten wir schon öfters was drin, Salty Peanut, mega geil, also sowas esse ich irre gerne, das ist voll mein Ding. Gerade wenn ich hier oben zum Beispiel so einen Drehmarathon habe, wo ich, keine Ahnung, 10 Adventskalender gefühlt hintereinander abfilme, dann gebe ich mir sowas zwischendrin ganz gerne als ja, Energiekick, ne? Kann man nicht anders sagen. Und das tut mir sehr, sehr gut und ich mag das einfach gerne tatsächlich auch von der Konsistenz her. Ich mag, dass wir hier auch so das mit Schokolade überzogen haben und so. Das ist schon meine Welt, mag ich gerne. Dann habe ich hier was von Rabenhorst drin. Auch das ist etwas, was ich hier gut so für zwischendurch nehmen kann. Immunkraft mit Vitamin C und Zink. Mag ich sehr gerne, 125 Milliliter. Ne? Das ist halt sehr gesund, muss man sagen. Also schmeckt auch sehr gesund. Man wird, glaube ich, auch recht gut die Möhre, die rote Beete und die Tomaten hier rausschmecken. Aber ja, für so ein bisschen Energie. Lieber sowas als ein Energy Drink. Bin ich auch ehrlich. Ne? Und ja, ist echt eine gute Sache. Ist, glaube ich, auch relativ gesund, ne? Dann habe ich hier noch ein bisschen Kaugummis drin und zwar von Styrums Jungle Gum Mint Fresh Xylit Kaugummi. Okay, 22 Gramm. Also du hast hier quasi den Zuckerersatz Xylit drin enthalten. Ich weiß nicht, war das Xylit, was ich mir letztens gekauft habe? Das habe ich nämlich versucht, dann auch im Kaffee zu trinken. Hat nicht so gut mit uns beiden harmoniert, muss ich sagen, weil man kann dadurch eine beschleunigte Verdauung bekommen und da muss man ein bisschen aufpassen. Als Kaugummi ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man sich irgendwie 5 Kaffee am Tag trinkt und da entsprechend das Xylit reinmacht. Ne? Ich weiß nicht, ob das Xylit oder irgendwas oder Birkenzucker oder ist Birkenzucker Xylit, weiß ich jetzt gerade echt nicht. Gut ist halt einfach, dass es biologisch abbaubar ist. Du hast hier nicht irgendwie so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein Gummivieh, was am Ende ja dann quasi überbleibt, wenn du normalerweise Kaugummi kaust, ne? Sondern es ist halt in dem Sinne biologisch abbaubar und umweltschonender. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Dann habe ich hier noch ein bisschen was zum Naschen mit da drin und zwar sind das V-Gums Iron Gummy. Die mag ich auch gerne. Sowas esse ich ganz gerne ab und an mal. 30 Blackberry Flavored Food Supplements Gummies with Iron. Mit Eisen. Ist für mich persönlich super. Kann ich auch sehr, sehr gut gebrauchen, weil ich ein bisschen Eisenmangel habe. Aber wenn man jetzt jemand ist, der Eisenüberschuss hat, also wenn du jemand zum Beispiel bist, der relativ viel Fleisch konsumiert, dann kann es sein, dass du sehr viel Eisen in deinem Blut hast. Dann sollte man darauf verzichten. Aber wenn man halt, ja, so wie ich, einen Eisenmangel hat oder vegan lebt oder sowas, ne, dann ist sowas eigentlich eine ganz gute Geschichte. Muss man halt einfach nur ein bisschen sich mit beschäftigen und sich das mal so anschauen. Ja, Iron. Und hier steht es halt auf Englisch drauf, aber ich denke, dass es im Heftchen ja auch nochmal erklärt stehen wird. Hier steht es auch, Erwachsene über 12 Jahren dürfen 2 Gummis pro Tag hier tatsächlich nur zu sich nehmen mit einer Hauptmahlzeit. Also das sollte man sich jetzt nicht so abends hinstellen und komplett wegnaschen. Also sehr, sehr wichtig, ne? Achtet darauf. Trotzdem, für mich persönlich ist es, glaube ich, ganz gut. Und dann habe ich hier von Waldgold Bucheckern geröstet drin. Da muss ich ein bisschen schlucken. 15 Gramm habe ich hier drin enthalten. Ja, jetzt kommt eine kleine Storytime.
Wir haben jetzt gerade den ersten Todestag von meinem Opa gehabt. Dementsprechend bin ich da vielleicht ein bisschen sentimental unterwegs. Damals bin ich mit meinem Opa gerne bei uns hier ganz in der Nähe in einem Wald spazieren gegangen. Und wenn wir dann an Buchen vorbeikamen, an den Bäumen Buchen, hattest du halt die Bucheckern da auch als Früchte. Und ich weiß nicht, irgendwie verbinde ich das auch mit meinem Opa, dass wir dann immer diese Bucheckern uns daraus gepult haben und gegessen haben. Und ganz, als ich noch klein war, hat er das dann immer für mich gemacht oder für uns halt damals auch. Und ja, Bucheckern erinnern mich an Opa. Und das ist so viele Dinge, die mich an ihn erinnern. Das ist echt der Wahnsinn. Und in meinem Herzen bleibt er für immer. Das ist echt traurig, ne? Manchmal ist echt so, lass mal wieder zu Opa, lass mal wieder Opa anrufen. Geht nicht. Geht nicht. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich tatsächlich da auch genau in diesem Monat sehr darüber und finde das gerade sehr, sehr, sehr berührend. Okay, dann habe ich hier noch ein paar Flyer drin enthalten. Naturstrom habe ich jetzt hier mit dabei und das hier ist von Holzbrüder etwas. Genau, da kannst du ja so aus Holz Produkte bestellen. Sieht wunderschön aus. Ich mag das auch, dieses Rustikale tatsächlich. Also, ne, so schaut das dann aus. Schade, dass wir davon nichts drin haben. Das wäre ganz cool gewesen. Hätte ich gerne gehabt. Hätte ich echt gerne gehabt. Aber na, gut. Das ist jetzt einmal die Trendwear der Trendbox aus dem Monat September gewesen. Ich stelle mal eben den Karton runter, dass ich euch etwas näher kommen kann. Eine sehr, sehr für mich emotionale Box, eine für mich auch sehr passende Box, weil ich bin auch so ein Waldmensch, so jemand, ich mag halt den Wald und das passt einfach zu mir, was hier in der Box drin ist. Deswegen freue ich mich tatsächlich darüber. Einiges, was ich daraus auch verwenden werde. Manches wird aber nicht bei mir bleiben, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Und ja, es ist jetzt nicht die beste Box, die ich von Trendraider Box so ausgepackt habe. Aber sie gefällt mir dennoch sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass wir hier wieder einen derben Warenwert drin haben werden. Ja, das ist schon ganz cool, ne? Ja, ihr Lieben, ich muss jetzt noch einmal kurz durchatmen und werde mir dann wahrscheinlich Gedanken verloren, ein paar Bucheckern gönnen und ja, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link zu reingesetzt. Mit Claudi15 könnt ihr, wie gesagt, 15% auf eure erste Box sparen und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.